Herzlich willkommen zur neuen Woche und zum DAX-Blick, nicht nur auf den Index, sondern auch auf die Einzelwerte. Wir haben die Gewinner mitgebracht, die Verlierer der Woche und einige weitere Aktien. Es gibt ja 40 im DAX, aber auch im CDAX noch in der zweiten Reihe, die wir uns heute anschauen möchten, zusammen mit dem Roland Jegen und nach dem Intro. Bis gleich. Präsentiert von WASF Invest und Fit for Finanzen. Und da ist auch schon Roland Jegen in der Leitung. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Da fragt sich vielleicht ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, über was wollt ihr überhaupt reden? Der DAX hat sich doch kaum bewegt. Und tatsächlich, in der Wochenzusammenfassung war beim DAX eher ein Stillstand zu verzeichnen, beim Dow Jones übrigens auch fairerweise. Trotzdem gibt es natürlich Aktien, die mehrere Prozente nach oben oder nach unten gingen, richtig? Ganz genau. Einige Aktien haben sich doch recht deutlich bewegt und auch nochmal ein großes oder einen kleinen Blick auf das große Bild des DAX möchten wir werfen, weil auch wenn er sich nicht allzu viel bewegt hat, kann man doch vielleicht schauen, in welche Richtung die Reise gehen könnte in den kommenden Tagen oder Wochen und dann auch so vielleicht zwei Szenarien sich parat legen. Ja, denn das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein paar Wochen Handel und tatsächlich auch zwischen den Feiertagen ist Handel. Also wenn der ein oder andere Urlaub macht, da ist der Markt trotzdem am Pulsieren und wir als Trader natürlich auch nah am Markt. Du hast noch einen kleinen Risikodisclaimer mitgebracht und dann sind wir auch schon im Nano-Trader quasi. Genau, und dann starten wir gleich im Nano-Trader, wie immer dann erstmal mit den großen Zeiteinheiten im DAX Future. Du hast es schon gesagt, der DAX hat sich kaum bewegt in der letzten Handelswoche. Wir sind weiterhin in diesem Niveau oder auf diesen Kurslevels von ca. 14.500 hier im Future. Der Future läuft ja jetzt noch knappe zwei Wochen und dann wechseln wir ja auch auf den März-Kontrakt. Von daher darf man gespannt sein, ob es dann vielleicht erst in dieser Rollover-Woche volatiler wird oder in dieser Woche schon hier mit Impulsen zu rechnen ist. Der Markt verarbeitet weiterhin diese starke Aufwärtsbewegung von mehr als 20% seit den Tiefs hier im Oktober hat er mittlerweile hingelegt und die verarbeitet er jetzt eher über eine Seitwärtskonsolidierung als über einen größeren Rücksetzer. Die Rücksetzer, die wir vielleicht als mögliches Szenario hier auch schon skizziert hatten, einen Rücksetzer bis in den Bereich von ca. 14.000 Punkten, die haben wir bisher nicht gesehen und aktuell gibt es auch keinerlei Indiz dafür, dass das so kommen könnte. Von daher eher eine Seitwärtskonsolidierung, um einfach diese Gewinne hier auch zu verarbeiten. Das meistgehandelte Volumen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen vom aktuellen Jahr, das ist mittlerweile hier auch nach oben geschiftet, ist im Bereich von ca. 14.430, angesiedelt und könnte durchaus hier noch erhöht werden in diesem Bereich. Man sieht hier etwas darüber, ist eine Low-Volume-Area im Bereich von 15.000 beziehungsweise knapp darunter 14.900. Das ist ein Bereich, der auch als potenzieller Widerstand noch in Betracht kommt. Sollten wir es bis dahin schaffen, in diesem Bereich liegt auch das Value-Area-Hoch des aktuellen Jahres bei ca. 14.890 aktuell. Also das für ein positives Szenario haben wir hier noch circa 300 bis 400 Punkte, circa Luft, die der Markt durchaus in diesem Jahr hier noch zurücklegen könnte. Bei den gleitenden Durchschnitten hat sich auch nicht viel getan, außer dass sie jetzt so langsam alle beginnen, hier auf Tagesbasis nach oben zu drehen. Und man sieht den 200-Tage-Durchschnitt, der jetzt auch komplett hier abgeflachtet und so langsam anfängt, vielleicht in den kommenden Tagen dann auch zu steigen. 50 und 100 Tage Durchschnitt drehen schon nach oben, sind aber noch sehr, sehr weit entfernt, auch von den aktuellen Kursniveaus. Von daher, der erste Rücksetzer könnte uns vielleicht hier in dem Bereich des 20-Tage-Durchschnitts bringen. Der liegt aktuell bei ca. 14.240 und darunter sieht man auch die anderen potenziellen Unterstützungen. Dann auch in den kleineren Zeiteinheiten sieht man ein ähnliches Bild. Jetzt die Konsolidierung hier auf dem relativ hohen Niveau auch der aktuellen Quartalsrange. Da haben wir jetzt auch mittlerweile sehr, sehr viel Volumen ausgebildet. Und es ist durchaus ein potenzielles Szenario, dass wir hier dieses Value Area Hoch des aktuellen Quartals nochmal testen. Zieht jeden Tag weiter hoch und liegt aktuell bei ca. 14.175. Und ich denke, der erste Rücklauf könnte in diesem Bereich dann auch wieder einen Kauf darstellen und dann natürlich hier als potenzieller Magnet auch diesen Bereich, wo im Zuge der CPI-Daten Mitte des letzten Monats auch kaum Volumen ausgebildet worden ist. Von daher, ich finde es weiterhin interessant, was der Markt
für eine Reaktion zeigt, sollten wir diesen Bereich zumindest nochmal anlaufen. Und ja, der neue Monat ist gestartet am Donnerstag. Bisher hat sich nicht viel getan hier im Dezember. Wir versuchen, das Value Area hoch vom November zu halten. Das liegt bei 14.475. Darunter könnte dann auch eine etwas größere Bewegung starten. Der VWAP des Vormonats wird statistisch gesehen natürlich auch extrem häufig wieder getestet. Im letzten Monat war das schon nicht der Fall. Der Oktober ja schon sehr, sehr stark. Im November haben wir diese Value Area des Vormonats nicht getestet und auch den VWAP nicht. Der lag ja doch hier im Bereich von 12.640 und da sind wir nicht mal ansatzweise hingelaufen im November. Von daher, das darf spannend sein. Sollten wir uns hier innerhalb der Value Area vom November etablieren, wie weit dann der Rücksetzer hier auch letztendlich gehen könnte. Auf Wochenbasis, wir haben es, glaube ich, auf Kassabasis nicht ganz geschafft, die 9. positive Woche hier in Folge zu etablieren. Im Future war es der Fall, also da haben wir jetzt wirklich hier die 9. positive Woche in Folge. Es hat sich zwar auch um ganz wenige Punkte hier gedreht, aber minimal der Close der letzten Woche höher als der vorletzten Woche. Von daher, das ist durchaus weiterhin ein sehr, sehr positives Bild. Die Woche ist auch heute Nacht erstmal positiv gestartet und dann kam kurz vor 8 hier der erste Rücksetzer. Wir sind in die Value Area der Vorwoche zurückgefallen und dann um 9 Uhr kam ja nochmal kurz nach 9 die Aufwärtsbewegung und jetzt sieht es aber so aus, als könnte das Value Area Hoch der Vorwoche bei ca. 14.515 hier als potenzieller Widerstand in Betracht gezogen werden. Hier sieht man jetzt die zweite Verkaufswelle rollt hier aktuell und könnte jetzt auch in Kürze hier neue Tagestiefs ausbilden. Das sehen wir dann besser in den kleineren Zeiteinheiten. Ein typischer Seitwärtstag bis hierhin, könnte man sagen, mit Chancen auf beiden Seiten. Zunächst wurde hier um kurz vor 8 das Value Area Hoch vom Freitag getestet für einen potenziellen Short Trade. Dann haben wir die komplette Value Area vom Freitag durchlaufen. Nicht ganz das Value Area Tief hier um 9.10 Uhr oder um 9.05 Uhr getestet. Ansonsten hier eine potenzielle Long-Bewegung und jetzt kommt quasi hier die zweite Verkaufswelle und wir brechen das Value Area Tief vom Freitag und dann könnten wir schon fast hier auf die Freitagstiefs schauen als potenzielles Ziel auf der Unterseite, sollte sich diese Bewegung, die jetzt hier in den letzten Minuten gestartet ist, sich in der Form hier auch weiter fortsetzen. Im Kassa-Chart ist es jetzt nicht ganz gelungen, auch das Gap zu schließen. Also hier sieht man Freitag 17.30 Uhr im Future haben wir ja auf der 14.536 geschlossen. Die haben wir nach 9 Uhr nicht wieder erreicht. Und jetzt hier auch das Value Area Tief vom Freitag getestet. Und da muss man schauen, ob hier jetzt nochmal Interesse aufkommt. Ansonsten denke ich, ein logisches Ziel auf der Unterseite wäre dann das Freitagstief, das noch knappe 100 Punkte auch mittlerweile entfernt ist hier auf der Unterseite. Das klingt interessant und vielleicht eine Frage, die damit einhergeht, ist, du sagst ja gerade eine Seitwärtsphase, die wir haben, das provoziert ja, je länger so eine Seitwärtsphase geht, auch, dass in den größeren Zeitebenen dann Aufwärtstrends irgendwann brechen, weil der Kurs einfach seitlich rausläuft. Ist das dann trotzdem ein Signal? Für mich ist es dann eher ein schwaches Signal, wenn man so seitlich rausläuft aus einem Trendkanal oder auch eine Trendlinie durch eher eine Seitwärtsbewegung dann überschreitet oder unterschreitet. Dem messe ich meistens nicht die große Bedeutung dann letztendlich zu. Okay, dann haben wir das auch schon besprochen. Und die andere Frage, die wir mit den Wirtschaftsdaten aus der vergangenen Woche noch mitklären müssen, ist, die Bewegungen von US-Daten, die haben auf den DAX meines Erachtens einen größeren Einfluss als die Daten im DAX selbst. Hast du das auch so beobachtet? Ja, das war doch in der letzten Woche auch wieder sehr, sehr stark zu spüren. Insbesondere nach auch der Paul-Rede ging es ja stark bergauf und auch die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag haben ja doch für eine sehr ordentliche Volatilität gesorgt, die wirklich teilweise größer war dann im DAX oder auch im Eurostoxx als letztendlich in den US-Indizes selbst. Genau, ja, also da bewegt ja einiges den Markt, was aus den USA kommt. Und da kommt ja noch einiges. Du hast angesprochen, der Future läuft zum Beispiel aus. Lass uns da mal beim Thema Verfallstag bleiben, der ja in 2 Wochen an dem Freitag ist. Also nicht die Woche Freitag, die Woche drauf. Glaubst du, im Vorfeld gibt es da noch starke Verwerfungen oder ist man sich da schon mehr oder weniger einig, wo es hingehen kann?
So ein bisschen sieht es nicht danach aus, als könnte es große Verwerfungen geben, aber es sind ja noch knappe 2 Wochen, von daher will ich das auch nicht ausschließen, dass doch mittlerweile, ich glaube, die Zinsentscheidung, wann steht die in den USA an? Die ist Müsste am 14., also die Woche 14. 14., 15. Ja, also Genau. in der Verfallswoche. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da im Vorfeld, also am 13. oder am 14. noch eine erhöhtere Volatilität gibt, bevor dann der Verfall am 16. folgt. Also insbesondere die nächste Woche wird sehr, sehr interessant werden, ja. Ja, und auch da haben wir ja eine Zinssatzentscheidung in Europa selbst, bei der EZB. Die wird gar nicht so beachtet wie die von der Fed wiederum. Die wird aktuell nicht so stark beachtet, aber da denke ich, darf man auch genau hinhören, was Frau Lagarde dann sagt, insbesondere der Ausblick dann auch fürs kommende Jahr, wie aggressiv man da auch weiterhin die Zinsen anheben wird. Das ist jetzt auch mit dem nächsten Zinsschritt hier in Europa zu rechnen. Man ist noch sehr weit davon entfernt, auf die Niveaus zu kommen, die wir in den USA schon haben, diese Zinsniveaus. Aber das dürfte auch sehr, sehr interessant sein, wie da insbesondere der Ausblick dann ausfällt. Ja, genau, das werden wir uns auch anschauen. Und vielleicht in dem Zusammenhang, bevor wir nochmal tiefer in Einzelwerte reingehen, der Euro-US-Dollar, denn der hat in den jüngsten Wochen ja schon stark nach oben gezogen und meines Erachtens auch einen langfristigen Abwärtstrend, Entschuldigung, fast angelaufen. Genau, der ist auf jeden Fall hat deutliche Stärke hier gezeigt in den letzten Wochen. Der hat auch diese Reversion to the Mean Bewegung, die wir schon häufiger angesprochen haben, mittlerweile vollendet. Hat jetzt hier auch heute nochmal ein neues Hoch letztendlich ausgebildet. Also zeigt weiterhin diese Stärke hier auch oberhalb von 1,05. Und den Abwärtstrend, den du angesprochen hast, wann hast du den begonnen? Ich glaube, den habe ich begonnen. Ich schaue mal gerade in Mainz rein, schon letzten Jahres. Der ist also quasi im Tageschart gut sichtbar. Und dann nehme ich den mal hier mit parallel dazu. Der beginnt bei, muss ich auch richtig weit zurückspulen, um den genauen Tag zu sagen, am 2. Juni 2021. Okay, das wäre dieses Verlaufshoch hier letztendlich. Da muss man immer schauen, auch ob man Genau, da, den ja, meine da ich. sind wir ziemlich genau dran, wenn wir dann das Ja. Hoch hier vom Februar, Anfang Februar diesen Jahres nehmen und dann etwas reinzoomen, dann sind wir fast genau dort rangelaufen. Wir haben natürlich hier jetzt auch schon, oder der Euro hat hier vielleicht auch einige Energie gebraucht, diese starke Bewegung hier auch hinzulegen. Wir können mal schauen, wie es prozentual jetzt hier war. Ja, es waren mehr als 10% jetzt seit den Tiefs Ende September. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt vielleicht auch im Bereich dieser Trendlinie eine Konsolidierung folgen könnte und es jetzt nicht in einem Zuge auch dieser Trend letztendlich gebrochen wird. Also es ist auf jeden Fall ein starkes Signal gewesen hier in den letzten Wochen. Auch die Schwäche im Dollar hat man deutlich gesehen in den letzten anderthalb Monaten. Und da muss man jetzt schauen, ob jetzt nicht erstmal vielleicht eine Konsolidierung folgt, bevor dann vielleicht auch der nächste Aufwärtsimpuls hier folgen könnte. Ja, genau. Das werden wir uns genau anschauen. Auf Sicht von 6 Monaten 1% noch im Minus der Euro-US-Dollar. Auf Sicht von einem Jahr 6,5% im Minus. Also das wird zumindest kleiner, das Minus. Ja, wird zumindest kleiner. Natürlich sieht man hier weiterhin auch diesen Abwärtstrend in diesem Jahr oder jetzt auch den mehrjährigen Abwärtstrend. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt die größte Erholung, die wir seit sehr, sehr langer Zeit hatten, die größte Gegenbewegung. Von daher, ja, ist das schon ein starkes Signal. Ja, genau. Starke Signale gab es auch am Aktienmarkt selbst. Wenn wir in die DAX-Historie mal reinschauen, von letzter Woche hast du ja wieder die Gewinner und Verlierer mitgebracht. Ganz genau. Insgesamt auch ein positives Bild in der letzten Woche. Wir hatten 26 DAX-Einzelwerte im Plus, nur 14 im Minus, demzufolge auf der Verliererseite zu nennen. Eine Brenntag mit minus 11,5%, Deutsche Bank minus 3,5% und eine Linde mit minus 3,2%. Auf der Gewinnerseite zu nennen, hier zweimal Fresenius mit dabei, Fresenius Medical Care mit plus 3,88%, Fresenius SE mit plus 5,25% und der Gewinner der letzten Woche war die Zalando mit plus 8,5%. Die Zalando wollen wir uns vielleicht auch als erstes anschauen. Da hatten wir uns ja einen Bereich angeschaut, der als potenziellen Rücksetzer und dann wieder als ja, eine Absprungschwelle dienen könnte für weitere Hochpunkte. Und mal schauen, ob die genau getroffen wurde. Wir haben jetzt wieder mal den 200-Tage-Durchschnitt zum zweiten Mal getestet. Wir sind auch wieder in diesem Bereich der vormaligen
Tiefs und dann auch Hochs aus dem August war das der Fall gewesen, ob das wieder ein potenzieller Widerstand hier wird. Wir hatten ihn ja kurzzeitig überschritten und damit zum ersten Mal den 200-Tage-Durchschnitt angelaufen. Doch der etwas stärkere Rücksetzer zuletzt in den letzten 2, 3 Wochen, jetzt die Aufwärtsbewegung in den letzten 3, 4 Handelstagen und jetzt sind wir wieder im Bereich dieses potenziellen Widerstands angekommen und da darf man gespannt sein, ob da vielleicht schon heute oder morgen etwas Druck reinkommt oder ob dieser Widerstand dann auch nachhaltig hier gebrochen werden kann. Ja, und am stärksten lief der Wert nach oben, als eben am Mittwoch die Jerome-Powell-Rede war, weil wenn die Zinsen nicht mehr so stark ansteigen und die Zinskurve dadurch abflacht, vielleicht auch irgendwann eine Zinssenkung reinkommt, das spielt ja den Unternehmen, die mit hohen Schulden hier diese auch bedienen müssen, in die Hände. Ja, das auf jeden Fall. Und es gibt ja auch so ein kleines Indiz, wenn die Inflation zurückgeht, dass dann auch vielleicht die Konsumlaune wieder etwas größer wird. Und ja, davon profitieren natürlich dann hier die insbesondere Unternehmen wie Zalando oder auch andere Einzelhandelsunternehmen. Ja, und man hatte auch noch das Weihnachtsshopping. Also ich glaube, wenn draußen die Temperaturen in den Minusbereich gehen, hat vielleicht der ein oder andere gar keine Lust, mit einem dicken Pulli und noch einer Jacke in die Läden zu gehen, dort zu shoppen, erstmal wieder alles ausziehen, weil man ja vielleicht was ganz anderes sucht, eine Sportbekleidung oder so, muss man sich erstmal komplett rauspellen, um das anzuprobieren, dann wieder reinpellen. Also dann bestellt man doch eher online. Ja, ich denke, das ist auch weiterhin, dass das Weihnachtsgeschäft jetzt auch sehr viel über den Online-Bereich gehen wird. Auch wenn wir natürlich in Deutschland keinerlei Lockdowns mehr haben oder ähnliches wie in den letzten beiden Wintern, kann ich mir doch vorstellen, dass viele das durchaus auch bequem finden, von zu Hause zu shoppen und insbesondere diese Online-Händler hier weiter davon profitieren können. Ja, und da wird einem auch noch geholfen. Da bringe ich gleich mal eine ganz aktuelle Meldung mit, die ist von letzter Woche. Und zwar kann man auf dem Zalando-Portal jetzt quasi auch ein Virtual Dressing probieren. Also nicht das Dressing, was man in den Salat kippt, sondern man kann sich virtuell ankleiden lassen. Nicht so, dass man sein eigenes Bild einscannt, so weit ist man noch nicht. Aber man kann aus 4 Parametern wählen. Das ist Gewicht, Geschlecht, Körper und Kleidergröße. Und dann kommt quasi wie so eine Puppe und dann zieht man zum Beispiel Puma-Kleidung an und schaut, wie das Ganze aussieht. Kann das drehen, kann hoch, alle die Winkel verstellen, noch ein Avatar vielleicht einfügen, dass es doch so ein bisschen aussieht wie man selbst und sich dann freuen, ob es einem steht oder nicht, bevor man bestellt. Ja, ein interessantes Konzept, denke ich. Und da darf man schauen, wie der Anklang dort letztendlich bei den Kunden oder wie viel Anklang es findet. Und ich denke, das ist durchaus ein positives Zeichen, dass man da auch Kleidung anprobieren kann, zumindest virtuell, bevor man sie dann letztendlich in den Warenkorb legt und bestellt. Genau, und dann soll bei Zalando auch im nächsten Schritt noch eine Körpervermessungsfunktion zugefügt werden. Also dann kannst du quasi über das Smartphone deinen Körper so ein bisschen von Proportionen vermessen lassen und dann geht es wohl noch schneller und noch direkter. Da bin ich gespannt. Das Ganze ist in Kooperation mit Puma übrigens entstanden. Puma, wenn wir uns den als zweiten Wert gerne anschauen, hat ja jetzt die rote Karte von der deutschen Börse bekommen, also fliegt aus dem DAX raus. Die Aktie hat auch darauf ein bisschen reagiert, aber Jahrestiefs gab es deswegen nicht. Nein, keine neuen Jahrestiefs. Die wurden ja hier schon am 4.11. entsprechend ausgebildet. Seitdem eigentlich eine starke Gegenbewegung und jetzt eine Konsolidierung hier im Bereich der runden Marke von circa 50 Euro. Und ja, weiterhin sind wir natürlich hier ganz klar im Abwärtstrend, aber hier könnte vielleicht auch in Kürze ein Test des 100-Tage-Durchschnitts anstehen und knapp darüber dann auch dieser vormalige Unterstützung vielleicht als potenzieller Widerstand auch in Betracht gezogen werden. Da sind wir noch ein gewisses Stück weit von entfernt. Die liegt bei circa 58 bis 59 Euro. Der 200-Tage-Durchschnitt zieht jetzt auch immer weiter nach unten. Den haben wir ja nur ganz zu Beginn diesen Jahres einmal kurz getestet oder dann auch letztendlich gebrochen. Und seitdem ja ganz klar hier im Abwärtstrend. Von daher, wir sind jetzt in der Gegenbewegung, nachdem erstmal dieser kurzfristige Boden hier ausgebildet worden ist. Und ja, hier denke ich, sollte jetzt auch nachhaltig diese runde Marke zurückerobert werden und dann vielleicht die Aufwärtsbewegung folgen. Und da muss man schauen, wie weit sie geht, ob es weiterhin nur eine Erholung hier im stehenden Abwärtstrend ist oder ob da mal eine etwas stärkere Aufwärtsbewegung oder ein stärkerer Aufwärtsimpuls anstehen könnte. Und auch das Aus der deutschen Fußballmeisterschaft oder der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar hat nicht dazu geführt, dass die Sportartikelhersteller gelitten haben.
Nein, das hat man bisher nicht deutlich gesehen, auch wenn man, glaube ich, schon Meldungen gelesen hat, dass insbesondere deutsche Trikots da auch zu sehr, sehr günstigen Preisen verramscht werden, könnte man fast sagen. Aber im Aktienkurs hat man das bisher nicht gesehen. Ja, ich glaube, das gilt ja allgemein für die Trikots, dass die nicht so gut laufen, da die WM ja auch jetzt im Winter stattfindet. Ja, und wenn eine Sommer-WM ist, dann läuft man ja doch eher mal mit einem Trikot in Richtung Biergarten. Und im Winter hat man es unter Pullover, dann spart man sich vielleicht den Kauf. Ganz genau. Es gibt ja auch kaum Public Viewings oder ähnliches, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Von daher spart sich der ein oder andere ganz einfach diese Ausgabe, ja. Ja, bei Puma gab es noch eine große Bestellung vom Bundesministerium, habe ich als Headline gelesen. Aber tatsächlich, da ging es nicht um Puma, sondern es gibt auch einen Schützenpanzer, der heißt Puma. Und da wurde Munition bestellt, hat aber mit dem Unternehmen gar nichts zu tun. Nee, hat mit dem Unternehmen überhaupt nichts zu tun, genau. Da wollte ich nochmal mit anklingen. Also da bitte genau lesen, wenn man recherchiert zu einzelnen Unternehmen. Brenntag hattest du doch genannt als der Verlierer der Woche. Und das war in der Woche davor nämlich einer der Gewinner. Brenntag ist ein großer Chemiehersteller, der jetzt quasi die Aussage getätigt hat, den zweitgrößten Hersteller weltweit kaufen zu wollen. Also es gibt erst einmal Gespräche, mehr nicht. Ja, aber trotzdem hat der Aktienmarkt da ein bisschen allergisch drauf reagiert, weil das natürlich mit enormen Kosten verbunden ist. Genau, und hier sieht man auch weiterhin ganz klar den Abwärtstrend, in der die Brenntag hier auch handelt, seit diesem Jahr, beziehungsweise schon fast seit dem Sommer des letzten Jahres. Und wir haben immer wieder stärkere Gegenbewegungen gesehen, zuletzt auch von den Jahrestiefs hier eine deutliche Erholung, wieder bis zum 200-Tage-Durchschnitt und dann entsprechend hier wieder der große Fall, entsprechend nach den News. Auch jetzt sind wir wieder unter den gleitenden Durchschnitten hier angelangt, versuchen hier diesen Bereich von circa 60 beziehungsweise knapp darunter die 58,5 Euro Marke zu halten. Das waren auch die Tiefs, die wir hier im Juni und Anfang Juli gesehen haben als potenzielle Unterstützung. Sollten wir die nicht halten können, denke ich, könnte wieder ein weiterer Abrutscher hier auch bis Richtung Jahrestiefs folgen. Aber bisher sieht es ganz gut aus in den letzten 2, 3 Handelstagen, dass vielleicht diese Marke halten könnte. Von daher vielleicht hier auch ein potenzieller Einstieg mit einem recht engen Stop möglich, im Bereich auch der runden Marke von circa 60 Euro. Ansonsten wirtschaftlich läuft es ja bei dem Unternehmen. Also es war wirklich nur diese Schlagzeile, die für Unmut führte. Ja, ganz genau. Ja, die Deutsche Bank hattest du auch mit genannt. Das war der Verlierer oder einer der Verlierer in der letzten Woche. Heute ist es übrigens der Tagesgewinner, die Deutsche Bank. Und da scheint sich vielleicht die Marke von 10 Euro jetzt schon wieder als eine kleine Unterstützung zu erweisen. Genau, da handeln wir auch jetzt im Bereich dieser runden Marke von 10 Euro. Die haben wir am Freitag kurzzeitig unterschritten, dann aber auf Tagesschlusskursbasis auch wieder erobern können letztendlich. Von daher, das sieht so nach einer kurzfristigen Unterstützung aus. Heute das Aufwärtsgap und erstmal die starke Aufwärtstendenz hier zu erkennen. Von daher, nach der Erholung hier seit den Jahrestiefs hier Anfang Oktober, genau am 3. Oktober war es hier der Fall, hat sich die Aktie sehr, sehr gut erholt, den 100- und 200-Tage-Durchschnitt zurückerobert, jetzt so einen kleinen Rücksetzer gesehen über die letzte Handelswoche. Aber das könnte durchaus sein, dass hier auch der nächste Aufwärtsimpuls anstehen könnte und dann auch hier neue Verlaufshochs ausgebildet werden. Und ich denke, hier ist durchaus Potenzial auch vorhanden, wenn wir hier vielleicht als potenzielles Ziel auf der Oberseite knapp unterhalb der 12-Euro-Marke könnte ich mir vorstellen, dass spätestens der Aufwärtsimpuls dann auch zu Ende sein könnte. Aber sollte sich der Trend hier weiterhin fortsetzen, beziehungsweise diese Trendumkehr letztendlich stattfinden, ist hier durchaus für die nächsten Wochen weiteres Potenzial vorhanden. Ja, ein weiteres Potenzial hat man vielleicht auch bei der Linde-Aktie. Auch das war ein Verlierer in der letzten Woche. Aber jetzt kommt das große Aber: Die Aktie verlässt ja den Börsenplatz Deutschland. Ich habe die Zahlen mal recherchiert. Im Xetra-Handelssystem laufen 5% aller Umsätze und 60% aller Umsätze laufen in New York. Und nun überlegt man natürlich auch wegen Lizenzgebühren und Listinggebühren und so weiter und Image, ob das überhaupt noch Sinn macht, in Deutschland zu notieren. Und das sollen die Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung entscheiden. Der Aufsichtsrat hat zumindest gesagt und der Vorstand, sie empfehlen es, ein Delisting. Und damit würde auch der umsatzstärkste Wert von der Marktkapitalisierung her im DAX entfallen, wenn es so käme.
Genau, wenn es so käme. Und dann müsste auch natürlich auch eine andere Aktie entsprechend wieder nachrücken hier im Index. Von daher darf man gespannt sein, wie sich die Aktionäre dann auch entscheiden, ob man wirklich den Weg geht, dann komplett in den USA hier gelistet zu sein, was ja auch durchaus sehr erfolgreich gewesen ist. Die Aktie weiterhin, klar muss man sagen, hier im Aufwärtstrend. Und da erleben wir aktuell hier einen Rücksetzer im bestehenden Aufwärtstrend. Und wir haben es am Freitag nicht ganz geschafft, hier vielleicht schon die Hochs aus dem Juni anzulaufen als potenzielle Unterstützung. Da gab es auf jeden Fall schon so eine kleine Gegenbewegung. Das sieht man hier sehr gut auch im Tageschart. Von daher, das vormalige Hoch hier aus dem Juni könnte eine potenzielle Unterstützung sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Konsolidierung hier noch etwas länger dauert, bis dann vielleicht die gleitenden Durchschnitte auch etwas nachgezogen haben, hier insbesondere der 50- und der 100-Tage-Durchschnitt. Und aber ein erster Test dieser gleitenden Durchschnitte könnte hier durchaus ein weiterer Kauf sein hier im bestehenden Aufwärtstrend. Ja, und dann sagen natürlich viele Marktbeobachter, wenn die Aktie nur noch in New York gelistet ist und nicht mehr quasi den deutschen Handelsplatz am Bein hat, dann läuft sie noch besser. Das Potenzial wäre dann noch höher für die Aktie. Also technisch könnte man die Aktie jetzt vielleicht kaufen, um darauf zu spekulieren, dass genau dies eintritt. Und man hat ja die Aktie, also die wird ja nur woanders gehandelt. Genau, ja, die wird weiterhin dann gehandelt werden letztendlich. Von daher, es ist ein potenzielles Szenario und ich denke, gerade wenn das dann auch noch charttechnisch passt, kann man das vielleicht durchaus als perspektivischen Kauf hier tätigen, ja. Genau, das ist ein Riesenunternehmen. 74.000 Menschen arbeiten dafür. Bilanzgewinn letztes Jahr 3,4 Milliarden. Und manche sagen ja, manche Unternehmen, wir gehen gar nicht an den deutschen Finanzplatz. Wir fangen gleich in New York an, wie zum Beispiel eine BioNTech. Ganz genau, ja. Die hatte sich gleich dafür entschieden. Lass uns zum Schluss noch einmal auf den DAX schauen, der. Das höre ich immer wieder aus Traderkreisen, so ein bisschen die Anleger verwirrt. Denn auch hier neues Tagestief und jetzt das alte Tagestief wieder zurückgekauft. Da kommt man mit diesen althergebrachten Trading-Setups, die man vielleicht auch von Michael Vogt kennt, also neues Tief verkaufen, neues Hoch kaufen, momentan in dem Seitwärtsmarkt gar nicht weit. Nein, im Seitwärtsmarkt sollte man also eher nicht diese Trendfolgestrategien, dann diese Momentumstrategien anwenden. Von daher finde ich diese Indikatoren auch ganz hilfreich, hier insbesondere den VWAP. Da kann man auch halt sehr gut diese Reversion to the Mean Bewegung handeln, die ich auch sehr, sehr mag. Wir haben es ja auch eben schon gesehen, eher in dem normalen Daily Chart hier in diesem, also nicht Tageschart, sondern einfach mit Indikatoren auf Tagesbasis, dass man sehr gut diese Value Area tief, Value Area hoch, dann entsprechend kaufen kann und auf eine Bewegung zurück zum VWAP hier spekulieren kann. Und das funktioniert natürlich immer exzellent an solchen seitwärts gerichteten Tagen. Man muss natürlich an Trendtagen aufpassen, dass man da nicht zu oft auf der falschen Seite entsprechend sich positioniert, sondern das möglichst auch früh erkennt und dann aufhört, vielleicht spätestens nach zwei Fehlsignalen. Aber gerade in den letzten Handelstagen finde ich, dass solche Strategien dann sehr, sehr gut funktionieren, ja. Ja, und sowas werden wir uns auch dann in Zukunft anschauen, also bei der nächsten Schalte zum Markt. Ich finde es erstmal sehr interessant, was du wieder heute alles mitgebracht hast und wünsche dir eine erfolgreiche Handelswoche, Rolandin. Danke, wünsche ich auch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.